Bisag Küchenbau, V-Zug und L-Bau präsentieren den Top-Pot und wünschen einen guten. Recht herzlich willkommen zu der heutigen Kochsendung Top Hot. Heute gibt es ein wunderbares Jambalaya. Jambalaya ist ein kreolisches Reisgericht mit verschiedenen Fleischsorten drin. Und Vinothek Grande Reserve hat uns einen wunderbaren spanischen Rotwein aus dem Jumilla-Gebiet dazu empfohlen. Und das schöne Gericht hat mein heutiger Gast mitgebracht. Und zwar ist das Marbella Hackmann. Sie ist Produzentin von verschiedenen Chili-Produkten. Ihres Geschäft heisst Chiliwerk und sie kommt aus dem wunderschönen Wallenstadt. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Schorsch. Schön, danke, dass ich dabei sein darf. Danke Marbella. Schön. Coole Miesenplatz mitgebracht, alles ist bereit. Ja. Also, wir wären ready. Wären wir ready? Bist du da bereit? Ich bin bereit, sehr gerne. Wir machen hier einmal die Pfanne recht heiß. Weil das Erste, was wir machen müssen, ist ja das Bulli anbröteln. Jawohl. Das Bulli habe ich bereits schon über die Nacht mit Salz und Pfeffer und ein bisschen Rapsöl schon gewürzt. Rapsöl müssen wir in diesem Fall nicht in die Pfanne rein tun, sondern das kann man direkt gerade schon, weil das Öl ja schon am Bulli dran ist, mit der Hautseite gegeben anbröteln. Jawohl. Das sind jetzt so Schenkel? Ja, also die Unterschenkel quasi. Ja. Wo meistens Fleisch ist. Ich mache da noch ganz voll Gas. Ich würde sagen, ja. Eben mit der Haut nachhaben kann man das so abbrüten. Genau. Ganz wichtig ist, dass das Bulli viel Fett verliert, weil das Fett brauchen wir dann nachher in der Pfanne, um dann nachher die verschiedenen anderen Gemüse- und Fleischsorten können anbröteln. Jambalaya, das ist schon ein spezieller Name. Das gibt es auch ein bisschen in verschiedenen Ländern gibt es ein bisschen Jambalaya. Genau. Gell? Wenn ich da, dir kurz erkläre, warum Kreolisch und Jambalaya. Das Jambalaya ist eigentlich ein kreolisches Gericht, das ja ein Zusammenschnitt ist oder eine Kombination von europäischen Ländern, von den afrikanischen Ländern, wie aber auch von der Karibik. Ja. Es darf ruhig wirklich recht braun werden, weil wir wollen ja, dass die Haut leicht kross ist. Aber eben, du sagst, du bist schon Produzentin von diesen ganzen verschiedenen Chili-Sorten und Gerichten. Ja. Mhm. Sieht schon professionell aus. Mega schön. Dankeschön. Ja, und also, die verschiedenen Mischungen, das gell? Also vielleicht eben zu dem, wir haben vor 10 Jahren angefangen, Chilis selber ansetzen. Also mein Mann ist im Garten tätig. Das Ganze hat sich in diesen 10 Jahren so weit entwickelt. Ich habe mich bewusst für das Design entschieden, weil ich es klar, elegant wähle. Ja. Und wir machen von A bis Z alles selber. Also wir setzen es im Garten. Ich arbeite mit den regionalen Produzenten. Wir kaufen das Gemüse ein. Wir tun das alles selber schnibbeln, kochen und dann einmachen. Schau, Schorsch, wir haben jetzt doch schon Die Bulle gut angebrötelt. Wir machen die Unterseite zu. Wir tun das aber rausnehmen aus der Pfanne. Wir tun hier das Feuer wieder abstellen. Willst du es gerade hier rein tun? Ich würde sagen, wir tun das. Weißt du, aber im Chili ist natürlich auch die Farbe, weißt du, so unterschiedlich, gell? Ja, viele Leute haben das Gefühl, dass, weil Rot so eine Signalfarbe ist, dass die Roten die Scharfen sind. Aber eigentlich gibt es im Scharfen wirklich auch so gelbe Chilis. Scotch Bonnet sind super, super scharf und die sind gel. Als nächstes tun wir hier den Chorizo anbröteln, zusammen mit dem Voressen. Auch hier empfehle ich den Leuten, wenn sie das wollen, ohne Voressen machen oder nicht mit Schweinigem, dann können sie Lamm oder Rind verwenden. Und wenn sie es wollen, vegetarisch machen, dann würde ich sagen, tun sie Tofu, tun sie hartes Gemüse. Genau. Da kommt dann noch Voressen oder so. Das ist jetzt Rindfleisch? Rindfleisch, genau. Jawohl. Boah, wow, der Chorizo schmeckt fein. Oder? Es darf jetzt wirklich ruhig... Wieder ein bisschen aufschalten? Genau, sehr gerne. Super. Das darf jetzt ruhig Röstaromen entwickeln. Ja. Und das kommt dann nachher zusammen zum Bulli. Aber ein Chorizo. Ich liebe Chorizo. Bitte, nur probieren. Ich liebe die Wurst. Und der Geschmack, der kommt, das Anbröteln, ist noch intensiver. Ist noch intensiver, genau. Ja. Und sie kommt mit der Schärfe. Also du siehst, die Pfanne dürfen wir hier schon wegnehmen. Wir haben hier das Fleisch, das gut angebrötelt ist. Fein, du. Und du siehst, in der Pfanne hat es immer noch Fett.
ja. Wo wir können jetzt anfangen. Ja, ja. Zum Beispiel, du hast gar kein Fett drin am Anfang. Gar nicht. Ja. Gar nicht. Das Einzige war, dass ich hier beim Bullen, beim Würzen, habe ich über die Nacht eben ein bisschen Rapsöl hergetan. Das ist das Einzige, was wir verwendet. Wir haben jetzt doch Knoblauch. Ist gut mit Temperatur, ein bisschen immer noch, gell? Ja, voll Power. Also ich würde volle Power noch lassen, weil nachher möchten wir ja die Röstaroma mit der Bouillon ablöschen, dass ich dann das dort dann genau. Du, wenn du am Anbröteln bist, dann mache ich mal den Wein, oder? Sehr gern, gern. Aber eben, gell, nochmal, die Soße machst du von Anfang an. Das ist nicht irgendwie eine Fabrik, die dir das macht. Nein, nein. Alles selber? Oder? Alles selber. Also wir gehen wirklich zusammen posten. Wir tun das in unserer Produktionsküche. Die haben wir neu seit dem Sommer in unserer Garage. Haben wir eine Produktionsküche eingebaut. Und dort tue ich wirklich von Schnibbeln und einfüllen, sterilisieren etc. Ja, das ist auch noch wichtig. Das sind wichtige ganz wichtig. Schritte, oder? Ja, eben ganz wichtig. Zahlbar machen und so. Genau, oder? Genau. Es ist auch so, dass ich vor Jahren auch verschiedene Kurse gemacht haben. Es ist ja so, dass vielfach auch die Leute mich fragen, ja, bist denn du gelernte Köchin? Das bin ich nicht, sondern ich bin einfach eine leidenschaftliche Köchin und habe mit Kurs quasi mein Wissen angeeignet. Wir haben hier gelbe Peperoni, die wir zu den Zwiebeln und zum Knoblauch dazugeben. Ja, ja, genau. Das tun wir dazu. Aber die ist auch noch roh, gell? Die ist noch roh. Immer gerne gross schneiden. Also ja, nicht zu klein. Auch bei den Zwiebeln, grosse Würfel. Da kommt dann noch Stangensellerie. Wieso denn in gröber? Weil es so lange kocht? Es kocht nachher 20 bis 25 Minuten. Und wir wollen ja in der Gabel verschiedene Zutaten können zusammen aufnehmen. Jawohl, und ja. Du hast ja gesehen, das Fleisch ist ja relativ gross geschnitten. Also möchten wir ja auch nicht nur Fleisch auf der Gabel haben, sondern auch von den anderen Zutaten dazu nehmen. Mhm. Wir tun das stark anbröteln wieder. Ich kann vorher noch geschwind abtun, weil es ist mir doch etwas schnell gegangen. Ja, gell, geht schnell. Ja, super, super. Bauzug hat super gutes Induktionsherz. Also der ist wirklich sehr stark. Ja. Ich schmeckt mega. Jetzt merkst du, man schmeckt Stangensellerie, Peperoni, Zwiebeln. Das tun wir jetzt gut anbröteln. Dazu kommt jetzt noch das Tomatenpüree. Da ist mir wichtig, dass wir ein bisschen Bio-Tomatenpüree nehmen. Ja. Ja, das Tomatenpüree ist nicht gleich Tomatenpüree, oder? Nein, das ist es. Und man muss auch ein bisschen aufpassen, wie viel. Also es geht ja einfach konzentriert, zweifach konzentriert. Also genau. Da muss man schon noch ein bisschen schauen. Ein bisschen abwägen, genau. Ja. Du siehst, der Boden der Pfanne ist doch schon recht dunkel. Auch hier haben ganz viele Leute immer so Angst, ui, das brennt mich ja schon an, oder? Überhaupt das brauchen nicht, wir. Also. Wir brauchen das, um jetzt dem Ganzen ein kleines Aroma zu geben. Ja. Genau. Du siehst, wir haben alles angebrötelt. Jetzt haben wir hier noch Tomaten auch wieder gewaschen, gerüstet, in grossen Würfeln. Ja, ja, wieder, ja, ja. Das geben wir dazu. Hier haben wir schon mal die erste Komponente, die ein bisschen Flüssigkeit dem Ganzen ja noch hinzufügt. George, ich würde sagen, wir tun jetzt hier noch ein Rindsbouillon, weil ich habe mich für Rindsvoressen entschieden. Jawohl, also tue ich das jetzt hier ablöschen mit Rindsbouillon. Ich sehe, das hast du selber gemacht. Man sieht gerade am Fett, wo man drauf ist. Genau. So. Wir dürfen das hier jetzt schon ein bisschen süderle lassen. Ja, tun wir Salatdose, bis das süderle ist. Ja, genau. Das haben wir schon lange nicht mehr gehört. Gerne. Also, das ist jetzt ein spanischer, ne? Aus dem Weinanbaugebiet Jumilla. Jumilla liegt so unterhalb von Valencia, dass man ungefähr weiß, wo das Jumilla ist. Ist 100% Monastrell hat's da inne. Also ist wirklich ganz, ganz etwas Feins. Ja. Musst vielleicht auch mal in der Nase nehmen. Es ist, ist ein kräftiger Wein. Ja. Hat fruchtige Noten, was am Chili eben sehr, sehr gut tut. Hat Volumen, he? Puff. Der ist ungefähr 12 Monate. Zum Gären ist er in Stalltanks und nachher geht er über ein Jahr lang in Barrique hinein. So. Man merkt auch ein bisschen Holz, gell? Ja, genau. Wunderschöne Wein. Sehr fein, sehr, sehr fein. Also wirklich. Passt auch dann zum Rindfleisch, das drin ist und alles. He? Und auch zur Schärfe. Ja. Es darf eine leichte, süßliche Note haben, die ich merke. Also sehr, sehr fein. Boah. Hey, ist der fein. Gut, das tun wir uns hier konzentrieren. Ich tue das Glas da vorne. He? Du siehst, durch das Bouillon reinschütten, reingüssen, löst sich jetzt langsam der Boden, der sich ja vorher schon recht mit den Röstaromen schon geklebt hat. Ja. Wir tun jetzt hier unser angebrötelter Fleisch, also das Poulet, das Rindsvoressen und die Chorizo-Wurst. Ja, eben, ich nehme auch, da kannst du auch, eben, wenn man sagt, nein, ich möchte jetzt keine Chorizo, eben, wie du gesagt hast, man kann Poulet nehmen oder irgendetwas, dass kein Schwein dabei ist, oder? Also das ungeniert. Tun wir jetzt noch den Reis, und zwar habe ich mich hier für Langkornreis entschieden. Ja,
Das ist das. Auch das kommt jetzt zu dem ganzen Gericht dazu. Kannst du noch einen Kerl auch da drauf tun, wenn du willst. Danke vielmals. Ja, ja, ich finde, das ist schon Langkornreis für so Sachen ist cool. He? Ja. Für die, so in Eintöpfen und genau, so. Genau. Ja. Er verkocht er als solches auch nicht. Wir können ihn jetzt wieder abstellen. Und ganz wichtig, dass wir... Wir haben hier alle Zutaten, die wir jetzt für einen Anfang gebraucht haben, haben wir jetzt reingetan. Ja. Wir tun auf Mittelstufe das ganze Köcherle, ganz wichtig, Deckel drauf tun. Und jetzt lassen wir das eine halbe Stunde köcheln? 20 Minuten. Ah, dann, genau. Dann tun wir noch ein bisschen Wein probieren. Sehr gerne. Und warten, bis es weich ist. Sehr gerne. Danke vielmals. Jetzt schaue ich mal rein. Hier, sehr gerne. Oh. Du siehst, die Flüssigkeit ist schon aufgesogen worden vom Reis. Wow. Wir dürfen das also gerne noch mal ein bisschen untereinander machen, weil jetzt kommt ja die Restflüssigkeit. Ja. Darf ich gleich noch mal probieren? Ja, bitte, gerne. Sehr gerne. Weil das Bulli ist jetzt sicher schon durchgekocht. Du siehst aber, glaube ich, es fehlt doch etwas. Ein bisschen Schärfe, oder? Ja, ein bisschen. Das kommt ja. Ja, wenn Frau Hackmann schon da ist vom Chiliwerk, dann muss er schon noch ein bisschen. Ich kann jetzt Orangensaft rein tun. Mhm. Wir tun noch, um das Ganze ein bisschen versüßen, tun wir hier noch ein bisschen Honig drin. Hier ist auch jeder individuell, so wie er möchte. Man kann Ahornsirup nehmen, man kann verschiedene Süßungsstoffe. Ja. Wichtig ist einfach, dass eine gewisse Süße reinkommt. Dann wird er abkratzen, oder? Ja, sehr gerne, dass sich das hier so löst. Ja. Sehr gut, danke schön. Fein, fein, fein. Und du siehst, wir haben hier noch Crevetten. Die sind bereits schon geputzt, also geschält, enttarnt. Die tun wir jetzt in die Restflüssigkeit rein. Ja. Ein bisschen verstecken, damit sie hier in den nächsten 2-3 Minuten können fertig gehen können. Ja. Das wäre fast schade, ganz am Anfang rein zu tun. Ja. Nein, sie wären dann sehr trocken. In der Zwischenzeit, während die Crevetten ja am Ziehen sind, hast du gesehen, es wäre ja nicht scharf, wenn wir nicht unsere Produkte hätten. Ja, wenn ein Chili wäre. Genau. Und zwar habe ich hier zwei verschiedene Kreationen von mir mitgebracht. Einmal ist Marbella Spess, das ist etwas Ähnliches wie so eine Sweet and Sour. Da geben wir auch noch mal. Ich schaue immer mit dem Auge. Ja. Ich, aus Erfahrung weiss ich ja in etwa, wie viel dass ich muss reintun. Ja, logisch. Und das Gleiche ist mit der kreolischen Gewürzsoße. Die kreolische Gewürzsoße hat die verschiedenen Gewürze wie Zimt, Muskatnuss. Ja, bitte. Nein, ja, selbstverständlich. Ich habe dich gar nicht gefragt, gell? Du siehst, die Soße ist relativ dunkel, weil sie mit den Chipotle-Chilis gemacht ist. Das sind Chilis, die schon ein geräucherte Aroma mit sich bringen. Wow! So wie ein Sweet and Sour, oder? Genial. Zu Poulet-Sachen. Nicht zu sauer, aber auch nicht so. Wow, ist das fein. Danke. Und du darfst gerne auch die probieren, weil es ist super. Hast du zuerst die milde probiert? Das ist jetzt nämlich die schärfer. Und du wirst merken, da haben wir geräucherte Aroma. Mhm. Das ist ähnlich wie eine Barbecue-Sauce, nur nicht süß. Ja, überhaupt nicht süß, nein. Aber mehr Schärfe. Ja, aber auch nicht Schärfe, pow, weißt du? Nein, es ist mir wichtig, dass man eben Geschmack hat und die Schärfe als Begleiter. Ja, genau, ich würde sagen, mit einem Löffel. Sehr gut, danke vielmals. Komm, ich muss noch mal probieren. Also das Chipotle hier ist genial. He? Wir haben hier zuerst einmal den Reis mit dem Gemüse. Du siehst auch die stark angebrötelte Chorizo-Wurst. Mhm. Und was mir ganz wichtig ist, wir haben das jetzt nicht gebraucht im Kochen, aber ich das gerne dazugeben. Ich finde, Koriander ist ein Kraut, das ich sehr, sehr gerne verwende. Und das tue ich wirklich nur kurz mit der Schere. Ja, am Schluss drauf. Drüber als Deko und auch für den Geschmack natürlich. Ja, kreolische Küche kommt schon gerne mit dem Koriander dafür. Ja, das schon. Ja. Das schon. Okay. Wunderbar. Das wenn wir es da vorstellen? Sehr gern. Geht's? Ich bin so ein bisschen kurze Arme, aber vielen herzlichen Dank. Gott sei Dank hast du so viel gemacht. Ja. Da können wir alle davon nehmen. Das wird heute in meinem Studio wieder tun. Man will ein riesen Kompliment. He? Danke vielmals. Aber ich glaube, das Tüpfel von mir war schon noch mit deiner Soße drin. He? Das würde ich auch behaupten. Ja. Marbella, herzlichen Dank. Danke dir, George. Riesen super Gericht. Riesen Rezept, herzlichen Dank. Hat mich sehr, sehr gefreut, dass ich hier sein durfte. Wunderbar. Danke. Dir und deinem Mann wünsche ich alles Gute und deiner Familie. Habt Sorge, bleibt gesund vor allem. Gleichfalls. Und Ihnen daheim, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, viel Vergnügen nachher
Kochen von diesem wunderschönen kreolischen Jambalaya. Danke vielmals und auf Wiedersehen. Der Top-Pot ist Ihnen präsentiert worden von Bisag Küchenbau, V-Zug und Elbau. Wir wünschen einen guten.